In diesem Snapshot wurden hauptsächlich Bugs gefixt, aber wir gehen trotzdem mal alle Änderungen durch. Und es gibt nämlich jetzt einen neuen Block, und zwar den gewachsenen, angelaufenen Kupferblock, welchen man mit einer Honigwabe einwachsen kann. Also einfach einen Rechtsklick machen und dann ist er eingewachsen. Das funktioniert mit den ersten drei Stufen. Die Textur ändert sich dabei aber nicht und beim letzten geht es nicht, weil er sowieso schon komplett verrostet ist. Und wenn ich die Oxidierung aber haben möchte, dann kann ich den Wachs auch wieder entfernen. Und zwar geht das dann mit einer Axt und einen Rechtsklick und dann sieht man hier die Partikel. Und ich kann sogar den Rost entfernen mit der Axt und dazu muss man einfach nur einen Rechtsklick auf einen verrosteten Kupferblock machen. Und das geht dann auch bei dem maximal verrosteten Kupferblock. Und jetzt gibt es auch noch eine andere Methode, den Kupferblock, genau, rostfrei zu machen, und zwar mit Hilfe einem Blitz. Dass man den Blitzableiter in Wasser stellen kann, das sollte eigentlich schon letzte Woche so der Fall gewesen sein, war aber nicht so, aber jetzt haben die das wirklich hinzugefügt. Dann bekommt man jetzt durch die großen Tropfblätter nicht nur von der Blüte, also das oberste Ding, diesen Tropfdings zurück, sondern auch, wenn man nur die einzelnen Stängel abbaut. Bei der Wurzelerde kann man jetzt mit einem Knochenmehl die Wurzeln wachsen lassen. Das geht allerdings nur für einen einzelnen Block und nicht für eine ganze Fläche. Und das geht allerdings auch nur, wenn man direkt bei dem untersten Block das macht, denn wenn ich hier oben anklicke, dann spawnt nicht hier unten eine Wurzel. Früher konnte man ja die bemoosten Steinziegel und Bruchsteine nur mit einem Ranken craften und das funktioniert jetzt auch mit dem neuen Moosblock. Bei der Droprate der ausgewachsenen Amethysten hat sich was geändert, und zwar, wenn ich die mit jeder beliebigen Spitzhacke abbaue, dann bekomme ich 4 Scherben, und wenn ich die nur mit der Hand abbaue, dann bekomme ich eben auch nur 2 Scherben. Und mit einem Pisten geht das auch, und dann bekomme ich aber auch nur 2 Scherben, also 4 bekommt man wirklich nur mit einer Spitzhacke. Und dann haben wir noch eine letzte Änderung, und zwar, wenn ich jetzt F3 plus L drücke, dann wird die Performance des Spieles aufgezeichnet und eben in einem bestimmten Ordner dann als ZIP-Datei eingepackt. Ich denke mal, dass das dann für Bug-Reports ganz praktisch sein wird. Mehr Änderungen gibt es in diesem Snapshot auch gar nicht, aber wir können ja dann noch die kompletten Bergänderungen, die hier noch nicht vorhanden sind, demnächst dann irgendwann mal erwarten. Also seid darauf gespannt, aktiviert die Glocke, lasst noch eine Bewertung da und dann sage ich ciao und bis zum nächsten Mal.